Dungeons, glaube ich. Die schauen so richtig geil Dungeon-mäßig aus, dass ich mir so eine, quasi so ein Höllenmob-Farm-Dings mache, das so richtig böse ausschaut. Okay, welche Koordinaten sind wir? Bei Leck. Mein Spiel ist rangezoomt. Ach so, ja, dezent, weil ich nicht auf Fullscreen zocke. Ich zocke so auf, stimmt, man sieht die FPS-Zahlen nicht. Haha. Haha, ich bin böse. Nee, weil, ja, ich zocke nicht direkt auf Fullscreen. Deswegen die Taskleiste unten ist ja abgeschnitten und damit ist es halt rangezoomt. Die Taskleiste ist halt weg. Aber, ich meine, in den letzteren, ja, okay, meine Maus, das sieht man eh nicht. In links und rechts da bei diesen 2-3 Pixel sieht man auch nichts Großartiges, was passiert. Dann ist halt das Spiel halt ein bisschen reingezoomt. So. Okay, und wie weit bin ich? Ich bin bei. Okay, noch 10 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann sind wir hier. Ups, warte mal. Das brauche ich noch. Oh, das wird lustig. Das wird lustig, hier das Ganze noch fertig zu machen. Okay, was gibt's noch so für Farmen? Eine Kuhfarm brauche ich hier unten auch noch unbedingt. Also eine bis mehr auf Effizienz gesetzt, weil alles, was ich unter der Erde mache, ist so voll gepusht Effizienz. Alles, was oben ist, ist einfach nur so hübsch gemacht. So, oh, guck mal, ist ja wunderschön. Aber ich mache es nie. So, zum Beispiel die Farmen oben mache ich baue ich nie ab, weil ich mir so, oh, schade. Schade um das Ganze, um die Ästhetik vom Weizen. Weil ausgewachsen sieht es halt einfach am besten aus, ist so. Ja, okay, das hätte ich direkt aus Dings machen können. Ah, warte mal, das ist ein Dreierweg, stimmt ja. Okay. Dann buddel ich mal direkt den Weg rüber. Was für eine Haltbarkeit, die ist noch bei 1,1. Ja, die hat ja Unbreaking drauf, ne? Hat die inzwischen hier Unbreaking 3. Warte mal. Das ist jetzt bei 1108. 1108? 1108. 1107. Okay, ich kann wahrscheinlich drei Blöcke abbauen. Ja, Unbreaking 3. Klingt ungefähr logisch. Was? Oder vier Blöcke. Vielleicht kann ich auch vier Blöcke abbauen. Aber was ist dann bei Unbreaking 1? Ich kann eins abbauen, ohne dass es Schaden macht. Bei 2 dann 2, bei 3 dann 3. Ja. So, dann mache ich auch wieder einen Dreierweg. Gut. Boah, man müsste mal mit Spectator Mode hier mal durchgucken, was ich hier schon alles unter der Erde gebaut habe. Jawohl, ich glaube, drüben ist ein bisschen imposanter. Ne, warte mal. Ich wollte ja hier, wenn hier die, hier ist ja genau die 40. Hier ist ja genau die 40. Ja, dann hier. Dann muss ich eins nach da. Dann komme ich hoffentlich mittig an. Wenn nicht, habe ich Scheiße gebaut. Oh, es muss aber jetzt außen 10, 20, nee, 50 locker Blöcke durchgehen. Weil ich meine, erstmal mein Lager. Dann auch vom Lager ungefähr runter zu dem Zug. Ey, das sind schon so 50, 60 Blöcke. Und ob ich überhaupt auf der richtigen Höhe bin. Nee, ich müsste zu hoch sein. Ich müsste viel zu hoch sein. Aber warte mal, ich höre schon Zombies. Da müsste meine Zombie-Farm sein. Oder halt einfach nur so ein Zombie, der da chillt. Komm mal hier runter. Ah, du kannst nicht hier runter. Warte mal. Aber nice Sneaker hast du da. Hast du ein Review von Operette geguckt? Die sind ja richtig fresh. Oh, ich habe die Sneaker sogar bekommen. Nein. Holz brauche ich noch. So. Oh, richtig schickes Sneaker. Oh, war falsch. Na, holla die Waldfee. Guck dir mal dieses Sneaker hier an. Fresh. Mal gucken, ob ich überhaupt ankomme. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch. Ich müsste tiefer gehen. Passt sogar relativ gut. Oh. Ja, halt zwei, drei Blöcke tiefer.
Dann kommen hier einfach Treppen hin. Das war's. Fertig. Gut ist. So, boom, boom, boom. Und dann bin ich schon auf der Höhe. Cool. Ich hätte es mir jetzt viel umständlicher vorgestellt. Da oben ist Wasser. Da oben ist Wasser. Was ist das für Wasser? Sag mir nicht, das ist die Mobfarm. Das ist die Mobfarm. Nein. Doch, das ist die Mobfarm. Ja, das könnte ja noch reichen. Dann ist es halt hier erstmal vom Eingang hier. Dann gehe ich vielleicht doch mal ein bisschen weiter nach vorne. Da mache ich halt so einen leichten Aufgang. Dann mache ich halt nur einen leichten Aufgang. Ja, seid ihr auch trotzdem halb so schlimm. Nee, ich mach's, glaube ich, direkt aus Holz. Habe ich noch Holz? Habe ich noch Holz? 16 Stück. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. So wollte ich machen, so wollte ich machen, so wollte ich machen und so. Dann ist hier so. Das sollte, glaube ich... Ja, ja, das muss auf die Höhe. Das sollte, glaube ich, dem Wasser Genüge tun. Jetzt darf ich hier noch die Wege wegbauen. Gut, dann haben wir noch eine zweite Verbindung. Oh, fuck. Erstmal anders hinsetzen und plötzlich Erdbeben in Minecraft. Jo. Sonst, was, über was kann ich erzählen? Ich hätte Bock. Ohne Scheiß, ich bin in letzter Zeit wieder in so einem krassen Yu-Gi-Oh!-Fieber. Habe ich ja davor erzählt, dass ich kurz davor stehe, mir ein Display zu kaufen für 50, 60 Euro. Weil, ich meine, als Kind hat man sich das einfach so vorgestellt, so ein Display. Oh mein Gott, du kriegst... Oha, 24 Booster mit je... Wie viele Karten sind überhaupt drin? 9 Karten. Oh mein Gott, das ist so viel, ne? Oh, du hast da so eine hohe Chance, etwas Gutes zu bekommen. Und alles, weil in jedem sind ungefähr so und so viele selteneren Karten drin. Und dann denkt man sich so, Alter, ich hätte echt so... Bock, weil inzwischen ist 50 Euro nicht mal so viel wie früher, aber es ist halt im Endeffekt, du kaufst dir einfach nur ein Stück Papier. Ja, okay, wenn du so siehst, kaufst du dir ein Stück Papier von anderem Stück Papier, das halt Geld ist. Und, ja, von daher bin ich gerade so hin und her gerissen, mir ein Display zu kaufen, weil da drin sind halt die neuen antiken Antriebskarten und die Zodiac-Karten. Weil ich habe herausgefunden, es gibt eine relativ gute Kombination. Ja, okay, Zodiac. Kann man gut mit allem kombinieren. Die Yu-Gi-Oh! Zocken wissen so, Zodiac gibt's jetzt in jedem scheiß Deck mit kombiniert, weil das passt einfach zu allem. Die sind einfach so eigenständig und du brauchst nur ein paar Karten davon und schon funktionieren die. Ja, von daher ist das immer das halbe Deck, egal welches ist, Zodiac. Das sind diese, soweit ich weiß, diese 12 chinesischen Kalendertiere. Also Bulle, Hühnchen, nee, keine Ahnung, was da alles für Tiere sind. Und Schlange ist, glaube ich, auch dabei. Die Viper. Zodiac. Weil im Japanischen heißen sie Yunishinichi. Yunojini. Yoshishonoji. Oder so. Japanisch. Habe ich Chinesisch gesagt? Japanischen. Und von daher, da sind direkt zwei Kartensorten drin, aus denen die perfekt zu einem Deck passen. Und die eine Karte ist ja. Juch, ist sie viel wert. Das ist so eine Zauberkarte von Dings. Du hast eine Chance, aus dem Display eins zu bekommen. Also ungefähr umgerechnet, ne? Und ja, das ist halt... Die Karte alleine ist so viel wert wie das Display. Also 50 Euro ungefähr. Aber ich kann nicht rennen. Deswegen denke ich mir so, hä, warum bin ich so langsam? Wo ist mein... Ich esse mein Brot. Oh, da hätte ich schon Bock so, weil... Okay, das ist zwar eine Karte, die ich dreimal bräuchte. Aber ich würde locker, wenn ich, die Karte ziehen würde, die erste verkaufen. Weil, ich meine, wenn du wirklich 50 Euro rauskriegst, die Karte verkaufst, kannst du dir nochmal ein Display kaufen. Dann hast du quasi zwei Displays zum Preis von einem, aber hast halt die Karte, die du eigentlich brauchst, nicht bekommen. Weil du die eigentlich, du hast die schon bekommen, aber hast die halt verkauft. Du hast ja trotzdem nochmal eine Chance, die wiederzuziehen. Klar, die ist halt 50, weil wäre die 100 Euro wert. Und du kriegst sie bei jedem Mal einmal 100 pro.
dann wäre es halt unlogisch, weil du kaufst dir die für, dann kaufst du dir lieber ein Display für 50 Euro, statt dass du 100 Euro ausgibst für die Karte. Es gibt echt Leute, die kaufen sich die Karte für 50, 40, 50 Euro. So. Ah, da denke ich mir so, ja, warum kaufst du doch das Display? Da kriegst du die zu, was weiß ich, 60, 70%. Aber wenn nicht, dann hast du halt verkackt. Hast du jetzt halt so viel Geld ausgegeben. So, dann haben wir da hinten den Überweg. Unterweg. Wir haben hier Weizen. Da sind die Wards. Da ist das. Jetzt brauchen wir noch eine bessere Weizenfarm. Weil, ihr seht, ich will das hier oben voll machen. Erstmal hau ich mein Shit hier weg. Das Shitty weg. Das sortiere ich direkt mal ein. Nee, warte mal, so rum. Oh, warte mal, wieso habe ich hier noch ein Stack? Hä? Habe ich so viel Kohle gemacht? Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, und Iron Ore in die Erzkiste. Habe ich auch schon mal wieder ordentlich was. Mache ich mal mir ein Stack Eisen. Was? Du hast Yu-Gi-Oh! Echt noch nie verstanden? Nee, also es wird jetzt langsam echt immer und immer komplizierter. Am Anfang war es halt so ein wirkliches einfaches Kinderspiel. Ich meine, du kannst Monster beschwören, es gibt eine Zauberkarte und es gibt Fallenkarten. Fallenkarten, so wie der Name sagt, sind Fallen. Die kannst du im Zug deines Gegners aktivieren, weil es eine Falle ist. Zauberkarten gehen nur in deinem Zug. Und was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist gerade viel zu nah da dran. Ich glaube, ich mache es heimlich wieder zu. Habe ich halt meine Spitzhacke verballert. Dann kam halt jetzt Ritualkarten. Klar, kannst du nur beschwören, wenn du die passende Zauberkarte dazu hast. Ja, ist nur noch ganz simpel, weil da steht einfach genau das drauf, was du machen musst. Dann gibt's, was kam danach? Fusion und Ritual kamen circa gleichzeitig. Fusion. Das ist eine Karte, die aus mehreren Karten besteht. Und da steht halt auch drauf, was du dafür verwendest. Brauchst du halt eine Fusionskarte dazu oder bei der neueren auch nicht mehr. Da steht ja extra drauf. Diese Karte benötigt keine Polymerisation, also Fusionskarte. Da steht einfach nur drauf, wenn du das und das Monster hast, dann tu die auf den Friedhof und dann hol das Monster. Und scheiße, ich muss noch eins hoch. Wie viel habe ich da? Zwei. Wow, ich habe zwei Stück. Wow. Und jetzt gab es ja die Synchro. Danach Exit. Und jetzt Pendulum. Pendulum verstehe ich immer noch nicht, aber man kommt auch ohne zurecht. Weil nicht jedes Deck sind ja darauf spezialisiert, sowas zu machen. Es gibt zwar Decks, die sind Synchro und Exit gleichzeitig. Und es gibt auch Decks, die sind Exit und Fusion. Oder. Also, weil das kannst du so machen, wie du willst. Du darfst halt nur maximal 5 Karten in deinem Extra. 5, sage ich schon. 15 Karten in deinem Extra-Deck haben. Deswegen kannst du nicht einfach. Ja, ich tu mal alles rein, was ich besitze, ne? Und weil es aber jetzt zu schnell ging, vor allem die Pendulum-Decks, weil da kannst du ja in einem Spiel zu, keine Ahnung, 5 bis 20 Monster beschwören, ne? Deswegen sind viele bei Yu-Gi-Oh! Ausgestiegen. Und jetzt gibt es aber letzter Zeit immer mehr Einsteiger, also nicht wieder Einsteiger, sondern ja, nicht Neueinsteiger, sondern die halt aufgehört haben, fangen wieder von vorne, also fangen wieder an, weil es immer mehr komplex wird und immer mehr competitive. Also wirklich, es wird zwar immer komplizierter, aber du hast viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Deswegen macht es auch viel mehr Bock. Aber weil Exceed und also Ex ja, Exceed Synchro schnell ging, aber Pendulum halt auch mega schnell, dass du im Einzug voll viel unfaire Spielzüge machen kannst, wollen die das bisschen langsamer machen. Deswegen kommen jetzt die Link-Karten. Muss ich erstmal an Link denken, Legend of Zelda. Aber nee, das sind so blaue Karten, die haben so Pfeile drauf. Es kommen zwei neue Felder, die Felder von da werden umgeändert, weil Pendulum hat auch neue Felder wegen diesen roten und blauen Diamanten, Symbol, Skala, was auch immer das war. Und das wird jetzt alles immer mehr überarbeitet. Ja, Pendulum verstehe ich bis heute nicht. Und Link zeigt dann einfach nur an, dass du verlinkte Zonen haben musst und diese verlinkten Zonen, bin überfordert, was wollte ich sagen? Ja, genau, diese verlinkten Zonen, nur auf die darfst du Spezialbeschwörungen von deinem Extra-Deck machen. Also jetzt Fusion, Exit. Ich weiß nicht, Fusion müsste. Geht, warte mal. Ich bin gerade echt überfordert, ob Fusion auch davon betroffen ist. Ach, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls hätte ich halt Bock, wieder einzusteigen, weil. Also, ich
Ich bin nie wirklich ganz ausgestiegen. Ich bin schon 2, 3 Jahre ausgestiegen, aber dann in der 8., 9., 9., 10. Klasse ungefähr habe ich herausgefunden, dass man es online zocken kann. Einfach über Browser, Dowser. Also über halt ein Programm. Und dann habe ich es halt wieder angefangen mit ein paar Klassenkameraden zu zocken. Hat halt ultra, ultra Bock gemacht. Aber dann kamen halt immer wieder die stärkeren Karten. Dies, das. Ich glaube, ich mach so. Also mach ich mal ganz weg. Und ja, und dann, die fangen ja jetzt langsam an, wieder die ganzen guten, wirklich guten alten Karten zu reprinten. Also nicht zu reprinten, sondern Support zu geben, dass dann Schwarze Magier kennt zum Beispiel eh noch wirklich jeder. Dass dann der wieder eine neue Karten bekommt. Oder blauäugige weißer Drache, der kriegt auch neue Karten. Ich finde das gerade voll hässlich. Was mache ich da? Was mache ich da? Warte mal, wie schaut's gut aus? Ich will irgendwas Hübsches machen. So, dann geht's hier weiter. Naja, und deswegen, ich sag jetzt in letzter Zeit gerade voll auf deswegen. Ja, ich habe halt wieder mega Bock drauf und ich suche gerade ein gutes Meta-Deck. Also Meta ist ja oft, ist ja auch bei Overwatch so genannt, das, was einfach wirklich das Beste ist. Also welche Kombination oder automatisch am stärksten ist, weil es ist halt stärker als anderes. Ist einfach so Tatsachen. Und momentan ist ja einfach Zodiac, diese Karten, die mit jedem Deck zusammenarbeiten, wirklich Meta pur. Das funktioniert mit allem und jedem. Nee, was will ich mit der weißen Kiste? So, dann tue ich hier mal das Cobblestone rein. Und gönnen wir ein paar neue Stonebricks. Nee, nur Cobblestone habe ich gesagt. Und in der lila Kiste kommt der Red Slick Scheiß rein. Vielleicht habe ich wieder die Chance, eins zu verdoppeln. Oh, das wäre so schön. Nee, weil ich habe ja letztens die Dinger verdoppelt mit mit meiner Glücksspitzhacke. Dann überlege ich noch, was ich da überhaupt rein tue. Ich hätte Bock, vielleicht hier so eine Tierfarm zu machen. Das war voll. Es wird sowas von AIDS, die da hier runter zu bekommen. Es müsste auch ungefähr. Warte mal. Wenn. Da ist mein Lager. Ich bin jetzt nach hier. Hier. Ungefähr hier oben. Ne, da hinten eher. So ein paar Blöcke dahin. Und oben müsste dann der Berg sein und davor halt Höllenportal. Das heißt, ich könnte hier auch langsam nach oben gehen. Oder im Berg so einen coolen Eingang machen. So. Die Hälfte tue ich mal weg und mache daraus Half-Steps. Ich muss, glaube ich, bald wieder Bäume farmen. Risiko, alles zu Half-Steps machen, aber es muss ja eher alles zum Weg gemacht werden. Oh, ich glaube, es ist zu tief. Ja, mach ich. Ich guck gleich mal. Scheiße, ich habe jetzt wirklich alles zu Hause. Ich habe keine Treppen gemacht. Treppen brauche ich halb, fast genauso oft wie Half Steps. Scheiße. Naja. Und dann kommen hier Treppen hin. Das dann so. Ja, will ich schon schön machen. Nee, ich vertraue mir da mal. Ich mach mal den hier hinten. Dass ich wenigstens schon mal eine Linie bis nach hinten habe. Okay. Und du wirst degradiert zum Pfosten. Dann will ich auch hier direkt zum Pfosten machen. Und dann hier dann. Wow, da haben wir noch einen einzigen übrig. So, okay. Dann könnte ich hier vielleicht auch noch so eine Treppe irgendwie hoch machen, dass dann oben wieder Zugang dazu ist. Ja, sehen wir dann, ja. Und jetzt und wieder nach hinten.
brauche noch definitiv. Definitiv viel mehr. Ja. Oh Gott, das wird eine schöne Arbeit. Aber egal. Dafür wird die Welt am Ende die geilste, die ich je hatte. Ist sie ja jetzt schon. Ich habe noch nie eine Welt so lange gezockt. Man könnte ja in den Statistiken gucken. Hier kommt zum Beispiel, ich habe schon 227 Mal das Spiel aufgehört. Und ich glaube, das ist das erste, seitdem ich mein PC neu gemacht habe, oder? Ich habe den Save einfach... Oder? Die Statistiken zählen die, wenn du deinen Computer formatierst. Und dann einfach nur die Welt einfügst, speichert sich dann die Welt? Also die Statistiken von der Welt? Oder liegt das irgendwo in einem Temp-Ordner? Nee, ich glaube, was für Temp-Ordner? Als ob. Oder irgendwo in einer anderen Datei. Weil ich glaube, ich habe schon viel mehr Items als 252 fallen lassen. Als ob jetzt... Wenn er jetzt... Nee, es steht immer noch 52. Items dropped. V-Fan dropped. Damage dealt. Die hat... Oh, 49.000. Alter, Mobkills. 5.000. Ja, okay, das könnte doch sein. Aber Animals breed. Hm, naja. Taken to villagers. Talk to villagers. Traded with villagers. Oh, fast immer. Getraded. Cake slice. Ich habe noch kein einzigen Kuchenstück gegessen. Cauldron filled. Zweimal. Water vom Cauldron. Dreimal. Echt? Nur? Banners. Clean. Stimmt, man kann die ja wieder cleanen. Brewing Stance. Beacon hatte ich noch keinen, stimmt ja. Dropper searched. Dropper searched? Hopper searched. Noteblock. Time slept in bed. 190 mal. Schalker Boxen. Ich habe schon öfter Schalker Boxen geöffnet als geschlafen. Chests 9000. Crafting Table 1000 mal gecraftet. Juch. Alter. Hab schon 5 Tage gezogen. Oh. Rechne mal 5 mal 24. Oder 5,6 mal 4. Ich mach das kurz mal. Muss mein Rechner. 5 mal. Ne, 5, ja, alles wieder 0 setzen. Nein. Kann ich nicht. Nein. Löschen. Wo kann ich löschen? Wo kann ich löschen? Ah, hier. 5,16 mal 24. Ja, 25, dein Arsch. 123 Stunden habe ich in diesem Let's Play schon verbracht. Echt? Boah. Boah. Ich bin gerade irgendwie voll geflasht. 125 Stunden. In einer Minecraft-Welt und das fast immer aufgenommen. Ja klar, diese Offscreen-Dinger waren immer am längsten. Weil ich weiß noch, als ich den einen Tunnel gegraben habe. Ich habe da, glaube ich, locker 8 Stunden lang, ja 8 Stunden davon einfach nur gegraben. Das heißt, das wurde auf jeden Fall nicht aufgenommen. Wow, das wurden nur 2. Und es ist einfach verschwunden. Na toll, so habe ich nur Verlust gemacht. Verdammt. So, Holz brauche ich. Dann tue ich da hinten auch wieder eine kleine Farm hin. Ja, fange ich schon mal an, Decken und so umzubauen. Wenn ich hinten angekommen bin, gucke ich mal einfach mal fix, weil ich so neugierig bin, was da oben lauert. Also genau über mir. Weil wenn dann, ja okay, wenn da ein Fluss ist, dann lasse ich lieber sein. Aber wenn dann so ein cooler Berg ist, dann könnte ich da auch noch was hinbauen. Weil ich will mich ja immer mehr ausbreiten, immer mehr Zeugs bauen. Und weil gerade, da habe ich wieder so eine Phase, wo ich so Bock habe, auf voll viel Verschiedenes zu bauen, voll viel verschiedene Orte, dann da was Größeres, anderes bauen und so, verschiedene Styles. Die halt klar, wenn ich in einem einzigen Dorf baue, dann ist es der gleiche Stil, aber wenn ich ein bisschen woanders bin, da darf ich doch auch anders bauen. Okay, da würde ich hier so die Treppe nach oben machen. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Nope, das war jetzt falsch. Warte mal, hier kommt Treppe, Treppe, Treppe. Ich will das direkt mal so machen. Und wirklich 3? Ist eigentlich... Da mache ich meine Spitzhacke kaputt. Ja, aber ich will halt auch die... Da ist ein Creeper! Das ist nicht gut. Oh, ich habe keine Fackel mehr.
Ich finde irgendwie, in Minecraft ist das Bogenschießen, diese Neigung, die hat man so schnell drinnen. Man weiß genau, wo das landet. Aber bei Breath of the Wild ist die Neigung so, was weiß ich, 1% anders. Und da denke ich mir so immer, fuck, vertroffen, fuck, nicht getroffen, fuck, nicht getroffen. So. Oh nein, warte mal. Ah, wenn wir liefern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann hier oben, ne? Oder? Ja. Die Decke mache ich noch nicht, weil ich ist, bei einer Treppe Decken zu machen, bin ich immer verwirrt, wie hoch das jetzt eigentlich ist. Ich bin generell immer verwirrt. Welche Höhe bin ich? Das darf eigentlich nicht so lange dauern, ne? Ich bin bei 63. So lange dürfte das nicht dauern. Okay, 1, 2, 3, ne? 1, 2, 3. Da müsste ich hier Schicht im Schacht sein, ne? Dann könnte ich in der Mitte so ein Wasserloch machen. Oh, das wäre cool. Das wäre cool, das wäre schön. Dass ich halt, das ist ja 3 auf 3, ne? Dieser Container, der hier quasi dann in der Mitte ist. Und dann geht direkt in der Mitte so ein 1 auf 1 Röhre quasi. Könnte ich so ein Wasserloch machen, dass ich da runterspringen kann. So. Hier mal gucken. Ich sag immer mal gucken. Und am Ende mache ich es doch nicht. Vielleicht werde ich es bereuen. Ach ja, immer nur 3 Säulen. Kann ich mir merken. Da ist aber nur 3. Ja, es wird schon wärmer. Nee, das muss noch, ja. Ich bin hier rausgekommen. Ah. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte irgendwo echt woanders. Oh, nee, ne? Ah, ich warte, bis es Tag ist. Ich kann auch schlafen. Ich habe doch ein Bett dabei. Gut, dann renne ich kurz mal nach unten. Ich müsste ein paar Bäume wieder pflanzen. Oh. Guten Tag. Der müsste bald schon kaputt sein, meine goldenen Boots. These boots are made for walking. Hier kommt der ganze Scheiß rein. Okay, jetzt ist mir irgendwie die Musik doch ein bisschen zu laut. Ich mach mal wieder. Hier, guck mal, den Soundtrack haben wir noch nicht gehört. Roten waren es, glaube ich. Die schauen so richtig geil dungeon-mäßig aus, dass ich mir so eine, quasi so ein Höllenmob-Farm-Dings mache, das so richtig böse ausschaut. Okay, welche Koordinaten sind wir? Bei Leck. Mein Spiel ist rangezoomt? Ach so, ja, dezent, weil ich nicht auf Fullscreen zocke. Ich zocke so auf, stimmt, man sieht die FPS-Zahlen nicht. Haha. Haha, ich bin böse. Nee, weil, ja, ich zock nicht direkt auf Fullscreen. Deswegen die Taskleiste unten ist ja abgeschnitten und damit ist es halt rangezoomt. Die Taskleiste ist halt weg. Aber ich meine, in den letzteren. Ja, okay, meine Maus, das sieht man eh nicht. In links und rechts da bei diesen 2-3 Pixel sieht man auch nichts Großartiges, was passiert. Dann ist halt das Spiel halt ein bisschen rangezoomt. So. Okay, und wie weit bin ich? Ich bin bei. Okay, noch 10 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die roten waren es, glaube ich. Die schauen so richtig geil dungeon-mäßig aus, dass ich mir so eine. Quasi so ein. Höllenmob-Farm-Dings macht, das so richtig böse ausschaut. Okay, welche Koordinaten sind wir? Bei Leck. Mein Spiel ist rangezoomt? Ach so, ja, dezent, weil ich nicht auf Fullscreen zocke. Ich zocke so auf, stimmt, man sieht die FPS-Zahlen nicht. Haha. Haha, ich bin böse. Nee, weil,
Ja, ich zock nicht direkt auf Fullscreen.